Hallo zusammen und willkommen zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Ja, heute schauen wir uns den Lindner BF450 an. Link zum Mod ist in der Videobeschreibung, gibt es direkt auf dem Mod-Hub. So, und wir gucken uns das Ganze erstmal im Shop an. Und zwar ist der unter Kompakttraktoren hier der BF450. 50 PS, 37 kW, 40 Liter Tank, Höchstgeschwindigkeit 32 Kilometer. Ist jetzt nicht viel, aber für so einen Oldtimer nicht schlecht. Kostet in der Grundkonfiguration 15.000 Euro, im Leasing 765. Wir können ändern die Designfarbe. Das sieht man, da ist hier so der Motorbereich. Wir machen mal da noch mal was anderes. Jetzt ist es hier hell und die Felgenfarbe können wir ändern. Reifenvariante, Standard, Breitreifen, Pflegebereifung. Also nicht viele Konfigurationsmöglichkeiten, aber ja. So, ich habe mir hier mal alle drei Varianten hingestellt. Das ist Standard, Breitreifen, also ja doch Breitreifen und die Pflegebereifung. So, jetzt gucken wir uns mal das Ding ein bisschen genauer an. Also hier sieht man schon, die Decals sind sehr, sehr, sehr pixelig. Also das ist, ja, das tut schon fast weh in den Augen. Aber sonst, ja, Standardmodell würde ich halt sagen, sieht gut aus. Da würde ich sagen, ja, rein in die Kiste und Soundtest. Ich bleibe mal kurz ruhig, dann könnt ihr da ein bisschen hören. Ah, er ist laut, er ist laut. So. Hier mal kurz den Slalomkurs, also ja gut, er fährt halt langsam, deswegen ist die Kurvenlage sehr gut. So, dann fahren wir noch mal kurz auf die Holperkiste rüber. Ja, gucken wir uns mal aus der Innenperspektive an. Wir sehen, die Instrumente funktionieren nicht. Gaspedal geht. Ja, gut. So, wir können ja mal kurz noch testen. Wir klöppeln da einfach mal kurz einen Anhänger hinten dran. Mal gucken, wie er sich da dann schlägt. Also alles in allem muss man sagen, ja, weiß nicht, ich bin nicht so begeistert, um ehrlich zu sein. Also er hätte schon ein bisschen besser sein können, aber ja gut. Es ist ein weiterer schöner Oldtimer, aber mehr auch nicht, würde ich sagen. So, das soll es aber auch schon gewesen sein von dieser Mod-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, dran denken, Däumchen da lassen, Kanal abonnieren, damit ihr auch die weiteren Mod-Vorstellungen, die es jetzt hier wieder regelmäßig geben wird, nicht verpasst. Also haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal.